10 von 10 rutschig und auch ein bisschen Angst dabei. Ich spring das nicht. Doch, doch. Also meine Gabel ist in zwei. Hast du ihn gut? Servus Freunde, herzlich willkommen vom Alexis Donald Cup in Spiezak. Ich bin zurück. Der Titus ist übrigens auch dabei mit seinem Hund. Genau, wir schauen mal, was gibt. Wir machen gerade Trackwalk und es hat heute Nacht geregnet. Der Wetterbericht sieht eh ziemlich interessant aus. Wie immer. Genau. Wie immer dieses Jahr. Ich habe gedacht, wenn ich wiederkomme, wird das Wetter besser. Zumindest heute passt. Mal für Sonntag ist mies Regen gemeldet. Schauen wir mal, was gibt. Wir machen Trackwalk. Viel Spaß mit dem Video. Let's go. Aber hier zieht halt der Wind auch schon, ne? Und dann hier siehst du ja auch. Hier musst du lang. Ich bin froh, dass der Drop raus ist. Bei dem Wind. Ach. Du warst ja nicht lange in der Luft. Ja. Na, am Stein vorbei und dann rüber? Oder meinst du da über das Ding drüber? Schon, nee, schon da. Zum Glück ist der Drop draußen. Oh, oh. So, nach einer langen Wiesengrade geht es erstmal hier wieder ins Gemetzel. Diesmal nehmen wir, glaube ich, die Highline, ne? Auf jeden Fall. Als ich beim letzten Mal hier war, habe ich die gar nicht gesehen, dass es gibt. Ich bin im Auto gefahren. Ich würde gerne drauflegen. Ja, da geht ja. Ich mache mir immer einen Kopf. Ey. Du machst dir einen Kopf? Ja, vor allem wenn das hier nass wird, wird das richtig freudig. Also hier haben wir gerade eine kleine, schnellere Passage. Hier ist noch geil. Geiles Gehacke. Und unten? Was kommt da unten? Rough. Also viele Steine und ich glaube am Sonntag wird das interessant, genau. Bei 15 Liter Regen am Tag. Ja, und danach kommt halt ein richtiges Kackstück. Boah, das ist tschechisch für einfach nur eng. Aber eng verblockt. Die ganz engen Steine unten, die kennen wir gar nicht. Die haben sie zum Glück rausgenommen. Ja, besser ist das. Wenn man die Strecke fährt und noch nicht abgelaufen ist, dann kommt das gar nicht so krass vor. Jetzt macht man einen Trackwalk und denkt sich so, Kommt jetzt viel schlimmer eigentlich vor, als wenn man sie wirklich fährt. Das knallt mir so hart. Ich wollte die gestern rauslassen, aber ich habe sie dann doch wieder mit reingemacht. So, und finally jetzt kommen wir in das Stück, wo ich am wenigsten Bock drauf habe. Langsam, verblockt und eklig. Und kraftzerrend. Kraftzerrend. Und wenn du da Speed verlierst, ist das kacke. Na du, was guckst du immer, ne? Transmann, 1 bis 10. 10 von 10 rutschig. Und auch ein bisschen Angst dabei. Stornäbel, Eindruck nach der Hälfte der Strecke. Geil. Nee, also ist wirklich cool, glaube ich. Ich habe ein bisschen Angst um mein Fahrrad, auch um mich, weil wenn man fällt, fällt man hart. Aber da sind immer überall Steine, deswegen fallen wir nicht und gucken uns jetzt hier ein cooles Gap an. Das passt, ist sehr abwechslungsreich eigentlich die Strecke. Also eigentlich cool, so manche Sachen, die nicht so cool sind, aber ich habe mal das überall, die einem nicht so ganz schmecken. Da unten habe ich bei Instagram gesehen, da kommt so ein Gap. Da weiß ich aber noch nicht, ob das so drin ist bei mir. Ich höre, dass der erste sich da schon so zerlatzt hat. Ja, wenn einmal drüber wollen, aber Julian, ich zieh dich auch noch rüber. Ich spring das nicht. Doch, doch. Nee. Das ist geistesgestört. Nee. Die Sektion ist geil. Übel, die Kurven sind so fresh. Noch sind die Kurven fresh. Die schauen auch so geil weich aus. Knallgas. Safe. Jetzt wird es erstmal wieder schneller. Baby dran. Ja. Inside. Inside.
Jetzt knallt. Jetzt knallt. Ich habe Respekt vor der Brücke. Alter, früher war da richtig, war das nicht so hoch? Alle hopp. Wupp, wupp. Ja. Oh, oh, oh. Jetzt wird's los. Ja, wir werden sich. Oh. Hier kommen die schönen Schotterkurven, die nochmal deinen Final Run so richtig zusammen zerhacken können. Unterschiedlich, eigentlich. So, Freunde, Trackwalk ist vorbei. Wir machen gerade die Bude fertig. Und genau, Track ist eigentlich ziemlich geil. Ich habe heute die Ehre, das Kursprekur zu machen. Bin ich mal gespannt, muss ich mal meine Englischkünste auspacken. Genau, wir machen Rad fertig, ziehen uns an und dann geht's auf die Strecke. Bis dahin. Na? Olli, was sagst du zur Strecke? Ich find's übelst geil, ja. Muss ich sagen. Ja. Wir haben nachher die Ehre. Ja, so ist es. Bist du schon auch nervös? Ich hoffe, dass wir davor trainieren dürfen. Ja, dürfen wir. Einen dürfen wir auf jeden Fall machen. Einen. Ja. Okay. Wichtig. Also einfach mal so ein bisschen gucken, wie so Grip ist und so. Ja, und so. Sonst wär's echt räudig. Es sieht echt wirklich geil aus. Ja. Englisch sprechen. Ja. Kannst Marco? Du Englisch eigentlich? Nein. Ich kann kein Englisch. Absolut. Ich kann mich vorstellen, das war's. Ja, mal schauen. Es wird ernst, wir sind angezogen, es geht hoch. Wir haben jetzs zwei Abfahrten oder drei und dann wird es ernst, dann müssen wir Englisch sprechen. Ich glaube nicht, wann trefft ihr euch? Zwei, vielleicht schaffen wir nur zwei Abfahrten. Auf jeden Fall erstmal ein bisschen warm fahren. Ja, damit das gleich funktioniert. Damit wir uns wohlfühlen, ne? Aber das wird schon. Gucken wir mal hier. Struggle is real. Boah, schon echt mies verblockt, ne? Boah, Alter, kickt der einen raus. Freunde, erste Trainingsabfahrt ist drin. Ja, schau rough. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin oben, wo es so eng ist. Das ist echt nicht meine Welt. Vielleicht liegt es auch am Rad ein bisschen. Es ist ja echt nicht so wendig. Aber gut, ich glaube, hauptsächlich liegt es an mir. Denn dass das Rad was kann, da wollen wir nicht drüber reden. Aber es ist aber erste Abfahrt gewesen. Deswegen, wir schauen mal, was heute noch so passiert. Weiter geht's. Lauf Nummer 2. So, Nummer 2 ist in der Box. Jungs, wie ist die Lage? Richtig geil, richtig ab. Geht. Ja, ist okay. Runde Nummer 3. Thank you.
Junge, ich habe da oben bei der besagten Kurve richtig verkackt. Hätten wir nicht drüber reden sollen. Ja. Ich bin zu früh reingezogen und bin einfach so weggeslidet. Na, bist du bereit? So Freunde, es geht hoch. Track Preview. Ich studiere gerade noch die letzten paar Englisch-Vokabeln. Das wird jetzt ein bisschen gefreestylt, aber irgendwie kriegen wir es bestimmt schon hin. Ja. Okay, let's switch to English. Are you ready? Let's get it. Yes. Yeah, let's go. So, let's go. We are on track. In Spitzhack. Pretty windy. Highline. Highline here. It's really technical and fast. Yeah. Woo! Sketchy moment. Yeah. But it's nice track. Some cool berms. Inside. The final jump. Phew. Yeah, buddy. Ich hoffe, dein Englisch war okay. Ich hoffe auch. Ich habe teilweise angefangen zu labern. Und dann musste ich mich auch so ein bisschen konzentrieren. Hallöchen, was hast du denn gemacht? Einen Platten reingeholt. Kurspreview ist durch. Der Olli hat mein Englisch gerettet, weil Olli gut Englisch sprechen kann. Naja, brauchbar würde ich sagen. Der Vokabular ist ein bisschen eingeschränkt. Das wird eine Wundertüte. Mal gucken, was die Jungs da schnibbeln. Wird schon passen. So, meine lieben Freunde, einen machen wir noch. Wir haben 5:30. Gleiches Anstoß in einer halben Stunde. Wir wollen natürlich auch in Tschechien Fußball gucken. Na, irgendwie heute Training, eigentlich Geschwindigkeit ist eigentlich okay. Ich scheiße mich vor so manchen Dingen einfach noch mies ein. Das ist eher so noch so ein mentales Ding. Aber gut, morgen ist noch Tag, dann ist Quali. Schauen wir mal, dann machen wir rund das eine Gap. Und Sonntag sieht die Welt eh anders aus. Haben wir das beide und dann ist gut. Ja, Sonntag sieht die Welt eh anders aus. Also eigentlich trainieren müssen wir heute eh nur eine Strecke reinkriegen. Weil Sonntag sind 20 Liter Regen auf jeden Fall gemeldet. Der Fluch ist nicht gebrochen, dadurch, dass ich zurück bin. Schade. Tja, machst du nichts. Weiter. Geht's. Jetzt. Tschuh. Nee, Digga.
jetzt richtig eklig. Johann Schumacher, warst du heute erfolgreich? Auf jeden Fall. Also meine Gabel sind zwei. Also ich kann mich nicht beschweren. Vielen Dank an die Person, die in der Strecke gestanden hat. Ach so? Das warst du noch nicht mal selber. Ich bin in eine Person reingefahren und dann, ja. Jo. Das tut weh. Ja. So, Freunde, das war der erste Tag vom Downhill Cup hier in Spiezack. Wir haben gerade noch Fußball geguckt. Ja, Deutschland ist raus, ne? Bisschen ärgerlich gewesen. Gut, morgen ist ein neuer Tag. Morgen setzen wir noch mal ein bisschen mehr. Es gibt noch einiges zu verbessern. Die eine scheiß Hit muss ich noch springen. Ich habe mir heute irgendwie Kopf gemacht, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich es kann. Aber gut, Plan für morgen machen wir. Morgen haben wir noch 2,5 Stunden Training. Dann ist Quali. Ja, und dann übermorgen Final Day. Das seht ihr zusammen im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ein bisschen Unterhaltung. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich gehe jetzt duschen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.